Wie ist das, medizinische Fachangestellte zu sein? Teil 2. Demnach stopp, wenn du Teil 1 noch nicht gesehen hast. Ist hier oben entsprechend verlinkt, denn es ist ganz wichtig, um gewisse Zusammenhänge einfach zu verstehen. Luana wird dann gleich entsprechend weiter berichten, wie es dort ist, die Ausbildung auszuüben. Und lasst den Ganzen sehr gerne schon mal ein Like da. Abonniert den Kanal hier unten irgendwo in der Ecke. Ich würde mich freuen über eure Unterstützung. Aktiviert die Glocke, um keine Benachrichtigung mehr zu verpassen. Wenn du da draußen auch Gast werden möchtest, schreib mir sehr gerne per E-Mail. Die findest du in der Videobeschreibung. Und dann geht's jetzt los. Weiter, jetzt mit dem zweiten Teil, dann erzähl uns doch mal, welche Fähigkeiten hast du dir so durch deine Ausbildung bisher eventuell angeeignet? Gibt's da was? Ja, also ich bin auf jeden Fall offener geworden. Ich kann besser mit fremden Menschen kommunizieren. Ja. Also ich weiß nicht, ich glaube, es gibt auch viele da draußen, die vielleicht so sind, so irgendwo anrufen oder irgendwie so an der Kasse nochmal nach einer zweiten Tüte fragen oder so, immer ein bisschen unangenehm. Das lernt man tatsächlich sehr schnell. Mhm. Also weil man ja mit allen möglichen Menschen zu tun hat, ob die einem jetzt gefallen oder nicht, mit verschiedenen Charakteren. Ich kann sehr gut Telefonate führen mittlerweile. Also das ist auch der Oberhammer. Mittlerweile geht das ganz gut. Ich muss immer aufpassen, dass ich mich nicht mit Praxis melde, dann, wenn ich irgendwo anrufe. Aber das ist schon ganz cool. Also wie offen man wird und wie locker man auch wird, tatsächlich mit fremden Menschen dann zu sprechen. Und dass man dann auch irgendwie so denkt, ach, weißt du, interessiert mich jetzt auch alles irgendwie nicht mehr. Ja, ja, ist auch irgendwo letztendlich unvermeidlich, ne, wenn man jeden Tag mit so vielen Leuten zu tun hat. Was willst du halt machen? Du kannst dich halt auch nicht verstecken. Entweder sagst du, okay, dann breche ich ab. Ja. Oder man stellt sich halt den Ganzen und wächst daran. Ne? Ja. Und dann hat man solche Benefits daraus. Ja. Voll gut. Das, ja, wie würdest du den Beruf so empfinden? Als stressig, körperlich, psychisch? Wie würdest du den einstufen? Ja, ich glaube, da kommt es halt auch immer ein bisschen drauf an, in was für einer Praxis man ist. Mhm. Also ich habe auch Leute in meiner Klasse, die sind in Praxen, wo ich mir denke, boah, da will ich ja einschlafen bei der Arbeit, weil die echt dann da so... Ja. So. Ich bin tatsächlich in einer Praxis, die sehr voll ist, wo sehr viele Menschen hinkommen, wo es eigentlich immer schon viel zu voll ist. Man ist immer im Stress. Was man auch auf jeden Fall mitbringen muss, ist, Leute, ihr müsst definitiv multitaskingfähig sein, weil es gibt, glaube ich, 5 Stationen, die du immer im Auge behalten musst und du musst immer für dich abwägen, das hat gerade Priorität, da muss ich jetzt hin, da muss ich jetzt hin. Ne? Also es muss alles immer laufen und das ist schon stressig. Körperlich würde ich sagen, es geht. Man hat selten Momente, wo man irgendwie Personen heben muss, die gibt es auch. Ja, es ist gut, wenn man mal so 1, 2 Umlagerungstechniken kennt. Aber meistens tatsächlich, wenn Leute in Praxen reinkommen, haben die immer Begleiter dabei oder werden von einem Dienst gebracht, der die dann umlagern kann. Damit hat man weniger zu tun. Aber psychisch klar auch. Man sieht viele Diagnosen, man sieht Scheißdiagnosen, man sieht die Leute, wie die darauf reagieren. Ne? Man ist dabei tatsächlich, wenn Diagnosen dann gegeben werden und da muss man natürlich dann auch irgendwie mit klarkommen. Ne? Und man sieht die Leute auch irgendwo halt sterben. Ne? Ja. Man sieht die nicht tot, aber man sieht die halt so langsam immer weiter abbauen, ja, gerade wenn die irgendwie ein krasses Thema, ja, Krebs haben oder so. Man jetzt, muss, wo du gerade sagst, wenn man ja dabei ist, also je nachdem, wenn man echt dabei ist, vielleicht sogar bei noch etwas jüngeren Menschen, die kriegen echt eine heftige Diagnose. Ja. Das ist ja dann. Ja, es gibt krass, auch Menschen, ne? Die haben dann halt, ja, zum Beispiel Krebs, ne? Und dann, die kommen wöchentlich, kriegen Spritzen oder Chemo. Chemos machen wir übrigens auch. Ah. Und man sieht die und mal sieht man die und denkt sich, ach, mein Gott, ne? Toll. Total rosige Haut und einen Tag später kommen die und man denkt sich, oh mein Gott, der ist ja eine lebende Leiche. Ja. Und dann kriegt man irgendwann den Anruf, hören Sie mal, mein Vater ist gestorben und dann denkt man sich, pff. Und ich habe immer mit dem gequatscht und weiß ich nicht, ne? Und dann, ja, man sieht die halt auch irgendwo dann daran kaputt gehen, wenn sie es nicht schaffen, ne? Ja, klar. Ja. Okay, gut zu wissen, ja, muss man auf jeden Fall abkönnen. Mhm. Ja, stimmt. Wie ist denn so das Verhältnis unter euch Kollegen und das Verhältnis zu den Vorgesetzten, zu den Arzt? Also ich muss sagen, ich habe Glück,
in meiner Praxis. Ich habe keine Kollegin, wir sind nur Mädels, meistens. Ich habe keine Kollegin, mit der ich mich nicht gut verstehe. Ich kann mit allen super arbeiten. Klar, ich meine, es ist bei jedem Beruf so, man verbringt irgendwann mehr Zeit mit seinen Kollegen als privat und dann zickt man sich an, ne? Gerade unter nur Weibern ist manchmal echt schwierig, ne? Die eine hat dann irgendwie einen schlechten Tag, dann versteht die andere das falsch und dann kriegt man sich in die Haare. Ist aber alles gut. Zwischen Arzt und uns unterschiedlich, ne? Mhm. Also meine Ärzte sind beide, die vertrauen uns schon sehr, aber es gibt halt auch immer wieder mal natürlich die Distanz, ne? Und man weiß natürlich, man ist da absolut untergeordnet und man muss immer alles mit dem Arzt absprechen, man muss alles nachhalten, man darf nicht irgendwas machen, irgendwas verordnen, wie auch immer, ohne dass der sein Go dafür gegeben hat. Mhm. Und das ist dann halt einfach so. Aber ansonsten muss ich sagen, bin ich da in meiner Praxis in einer relativ respektvollen Umgebung. Ich kenne Geschichten, die sind, weiß ich nicht, aber ich glaube, solche Leute sollten auch einfach nicht ausbilden, die dann damit nicht umgehen können. Aber das geht schon. Man muss sich unterordnen können, aber ist okay. Kannst ja gleich gerne mal eine Geschichte erzählen. Da kommen wir dann gleich noch drauf. ja, so Thema Aufstiegsmöglichkeiten, Weiterbildungsmöglichkeiten, inwiefern bist du da informiert? Was kann man da so machen? Ja, also man kann viele Fortbildungen machen. Mhm. Man kann als MFA immer einen Röntgenschein zum Beispiel machen, in die Radiologie gehen. Man kann Onkologie machen. Man kann bei uns zum Beispiel Spermiogramm machen. Man kann sich da weiterbilden. Man kann natürlich auch Praxismanagerin machen und macht da was oder wird irgendwann Erstkraft und koordiniert das dann halt alles. Das gibt's natürlich schon, ne? Also da kann man schon relativ viel machen eigentlich. Ja, also auch ein breites Spektrum, wie bei mir in der Pflege, haben wir schon fast so gedacht. Ist ja schon mal gut. Mhm. Und es ist halt nicht nur eintönig. Kommen wir zu der beliebten Frage, Thema Verdienst. So, was verdient man so während der Ausbildung und wo kann man sich einordnen nach der Ausbildung? Mhm. Also während der Ausbildung, ich muss mal kurz, kann ich auf mein Handy schauen? Ja, ja, ne? Klar. Weil die Tarifverträge ändern sich da wie Sechser im Lotto, ich weiß auch nicht. Aber da wäre schon mal wichtig, du bist ja nach Tarifvertrag eingestellt. Genau, ich bin gibt halt auch Leute, die ja dann privat verhandeln müssen oder so. Genau, also ich bin nach Tarifvertrag. Es gibt aber auch Praxen, die zum Beispiel nochmal Notfalldienste haben etc. pp. Und da kriegen natürlich auch die Auszubildenden einfach einen Zuschlag, wenn die da mitarbeiten. Oder Impfzuschläge, kommt auch immer darauf an, in welchem Fachbereich ihr seid. Ja. Aber nach Tarifvertrag Ausbildungsjahr 1 brutto 920, zweites 995 und drittes 1075. Okay, gut. Brutto. Wisst ihr Bescheid. Und nach der Ausbildung kommt halt auch drauf an, gibt auch Tarife wieder. Mhm. Ne? Und das ist bei der MFA so, man wird immer nach Erfahrungsjahren, nach Arbeitsjahren eingestuft und nach, es gibt glaube ich 1 bis 6 an Kategorien. Ja. Da kommt es dann immer drauf an, ne, welche Fortbildung hast du, was machst du alles in der Praxis. Aber sag ich mal, wenn man gerade ausgelernt ist und dann da reingeht, ist so 2,2 brutto. Okay, gut. Ja, habt ihr auf jeden Fall auch schon mal einen Anhaltspunkt. Ja. Kommen wir auch zu der spannende Frage, finde ich mal in jedem Interview, und zwar so Akzeptanz und Ansehen in der Gesellschaft. Oder ich sag auch so, wenn man jetzt irgendwo neue Leute kennenlernt, die fragen dann, was machst du so? Mhm. Gut, dann jetzt sagst du vielleicht erstmal den Beruf, dann ist so, okay, vielleicht ein bisschen Interesse da, aber wenn du jetzt zum Beispiel solche Dinge raushaust, mit den ganzen Aufgaben und was man da so sieht, wie ist da so die Reaktion? Wie kommt das so an? Unterschiedlich. Also ich glaube, als erstes, wenn Leute dann MFA hören oder Arzthelferin, ist ja eher dann der Begriff, dann ist man eher erstmal so ein bisschen, du bist die, die vorne sitzt und Kaffee trinkt, ne? Meine Krankenkassenkarte einliest, ja, die nix machen. Ne? Ja, wir machen ja immer nix. Dann habe ich mir auch fast gedacht, so, dass die Reaktion jetzt, also die Antwort von dir kommt. Ja, also ja, das ist so typisch, ne? Das ist immer so ein bisschen das Klischee der Gesellschaft, ja. Genau. Aber so, wenn man wirklich mal hinterfragt, was dann auch gemacht wird, dann ist schon meistens, dass die Leute denken, ne, weil das ist dann immer, ja, ich mache tatsächlich auch noch, ich mache tatsächlich was auf der Arbeit, ne? Ich trinke nicht nur Kaffee, ich mache auch den Kaffee, genau. Nein, Spaß, ich blätter nicht nur immer rum,
Dann mache ich auch zwischendurch mal einen Kaffee. Ja, ja, klar. So. Aber die meisten Leute sind wirklich überrascht, weil man damit nicht rechnet. Mhm. Weil das absolut nicht, weil viele Leute, glaube ich, überhaupt nicht wissen, was das überhaupt für ein Beruf ist. Ja. Ganz viele, glaube ich. Ja, ich wusste, also guck mal, selbst ich aus dem medizinischen Bereich, ich kenne zwar MTA, technische Assistentin, MFA wusste ich jetzt auch nicht. Klar, ein paar Aufgaben hätte ich mir jetzt schon zusammenreimen können, aber jetzt das ganze Spektrum, was du erzählt hast. Ja. Ne. Ja. Teil 1 anschauen, da hört ihr die Aufgaben. gibt es irgendwas, was du so faszinierend findest an deiner Ausbildung, an deinem jetzigen Beruf? Gibt es da irgendwo, wo du sagst, das hat dich gepackt? Oder? Ich finde vieles faszinierend. Ich finde es ganz faszinierend, wie viel man in Pipi sehen kann. Also das hat mich sehr geflasht, muss ich tatsächlich sagen. Ja, ja. Leute, ist ja wirklich so, man alles daraus ablesen kann. Gebt manchen Menschen nicht eure Ausscheidung. Man sieht da Dinge drin, die denkt ihr gar nicht. Ne? Also hat der Diabetes, hat er keinen Diabetes, wie viel hat der getrunken, hat er eine Entzündung, wie sind die Nieren, wie ist dies, wie ist das? Das ist so unfassbar, wie viel man da sehen kann. Vor allem allein schon sehen kann, ohne dass man wirklich die Diagnostik hat. Genau. Ne? Ist genau. Irgendwie flockig oder so, dann weißt du schon, das. Ja, wie riecht also, das Ganze, ne? Ja, ja. Mhm. Das ist schon, Hammer, Leute. Köstlich. Da gibt's Dinge. Das ist natürlich toll. Dann gibt's natürlich auch immer, ich finde das ganz interessant, ich lese mir eigentlich immer so, wenn ich Diagnosen interessant finde, so durch, was hat der Arzt so reingeschrieben und so weiter. Und ich finde das immer ganz krass, wie viel man einfach mit so einem Ultraschall oder auch so eine Blasenspiegelung, ne? Ich meine, der hat da einfach so ein Gerät, zack, geht dann die Harnröhre rein und sieht, ein Tumor. So. Ja, krass, ne? Und zack, dann geht man da rein, kratzt das Ding aus und dann hat man im besten Fall Glück und ist krebsfrei, ne? Aber das finde ich ganz krass, wie einfach das eigentlich ist. Ja. Ne? Aber so viel bewirken kann in dem Sinne dann, wenn man dann damit Krebs bekämpfen kann, finde ich schon. Das ist schon auf jeden Fall eine geile Sache, ne? Ja. Wenn man eigentlich überlegt, so, Blasenkrebs, ja gut, gehe ich mal kurz rein, so in ja, die Röhre. Ja. Gut vereinfacht jetzt, ne? Aber ja. Ausschaben, fertig. Ja. Ja, okay, cool. Dann kommen wir jetzt so ein bisschen zu den Geschichten. So, gibt es denn da irgendwie so krasse, positive, negative oder auch lustige Dinge, die du mal so droppen kannst, ein, zwei Sachen? Ja, also ich glaube, als ich mir darüber Gedanken gemacht habe, war die erste krasse Sache, die mir in den Kopf gekommen ist. Es gibt ja mal Leute, klar, die operiert werden, ne? Auch von unseren Ärzten, die operieren auch und dann kommen die zum Klammern ziehen oder Fäden ziehen. Und dann war ein Patient da und der kam tatsächlich zum Fäden ziehen, was bei uns relativ selten ist. Und dann kam mein Chef zu mir und hat gesagt, haben Sie schon mal Fäden gezogen? Ich dachte, nee, habe ich noch nicht gemacht. Gut, dann kommen Sie mal rein. Dann kam der aber vorher zu mir und sagte, wenn Sie jetzt reinkommen, alles gut. Ne? Wollen Sie sich erschrecken. Und ich gehe da rein und guck und denke, okay, hab natürlich nichts gesagt und guck nochmal und denke, der hat keinen Penis. Hä? Mehr, ja. Und dann, krass, also eigentlich voll nicht witzig, aber, nee, aber in dem Moment denke ich. Aber in dem Moment war das für mich so ein Ding von. Okay. Oh, weil, ja. Klar, man hört viel und sieht viel, aber dass die einfach dann den Penis abnehmen, war für mich so ein Ding von. Oh, und dann geht natürlich das Gedankenkarussell los, ne? Ich weiß jetzt nicht mehr, wie alt der Patient war, aber. Was das für einen Mann auch bedeutet, ne? Ja, klar. Das zu verlieren, man verliert seine Sexualität irgendwo, man kann nicht mehr auf Toilette, also klar, ne? Man kriegt Katheter, aber nicht mehr so auf Toilette, man verliert ja so viel dadurch. Ja, dann bin ich dann natürlich erstmal komplett verstört raus und zu meiner Kollegin so, der hatte keinen Penis mehr. Und irgendwie sah es halt auch mehr so aus, als wären die Hoden dann so über, also es war dann einfach nur so, ne? Einfach nur so da. Ich dachte, okay. Und dann sagte die, ja, der hatte ein Peniskarzinom und der krass. Penis war so voll, dass die letzte Möglichkeit war. Ich habe selber nicht abnehmen, mal ne? davon gehört, dass man auch genau speziell da Krebs haben kann. Doch. Okay, krass. Überall. Ja, bin ich auch wieder einen Ticken schlauer, ey. Ja, das ist schon, also es war so ein Moment für mich, wo ich kurz so dachte, so. Wuh. Also ich glaube, alles, was ich das erste Mal in der Urologie gesehen habe, war für mich erstmal. Weil man mit vielen Dingen, glaube ich, einfach nicht rechnet. Auch so zum Beispiel Bauchdeckenkatheter, so wie die dann so über die
dachte ich erst so, ne, abartig, aber muss man auch mitleben. Meine Ärzte sind auch im OP, wir assistieren auch im OP. Und da so die ersten OPs zu sehen, wie läuft so eine Vasektomie ab, wie wird eine Vorhaut entfernt etc., sind natürlich auch so Sachen, also wo ich dann auch teilweise echt da stand, habe ich manchmal gesagt, ich glaube, ich bin nicht. Ja, krass, also ich wusste jetzt auch gar nicht, dass man nämlich, so, also Vasektomie und all solche Dinge und hier Vorhaut weg und so auch, also quasi kleine OP-Eingriffe ja letztendlich auch sogar in der Praxis. Ja, wir machen das im Krankenhaus, wir sind verbunden mit unserem städtischen Krankenhaus. Das ist nicht, ich würde das nicht als typische Aufgabe in einem MRA zählen. Ich glaube, ich habe einfach das Glück, dass meine Ärzte das machen und wir haben immer so Endotage, wo dann zwei von uns aus der Praxis mitgehen ins Krankenhaus und dann einfach assistieren. Und ich finde das super interessant. Die ersten Male waren natürlich, ich war total aufgeregt, weil ich natürlich auch nicht wusste, wie blutig wird das? Was wird da aufgeschnitten? Wie wird das aufgeschnitten? Ich weiß auch gar nicht, wenn ich jetzt erzähle, was ich vorher im Kopf hatte, wie eine Vasektomie abläuft, dann ist es wahrscheinlich ein bisschen peinlich. Aber ich hätte nicht gedacht, dass einfach nur zwei Schnitte sind. Naja. Ja. Aber es ist schon viel Interessantes, ne? Muss ich schon echt sagen. Ich glaube, allein anhand der Geschichten könntest du jetzt hier schon zwei Stunden erzählen. Ja. Lustige Momente hat man natürlich auch immer. Ich glaube, lustig ist das immer. Ja. Lustig ist das jeden Tag. Egal, ob das jetzt irgendwie der 19-Jährige, der mit seinen Kollegen reinkommt und sich einen Spaß draus macht, nach Viagra zu fragen, ne? Und sie sich dann da übel beömmeln in der Eingangstür. Warum? Ja, geil, so mit 19 geht man rein. Weil die das super lustig finden wahrscheinlich. Herrlich, ne? Ja. In dem Moment oder irgendwelche Verständnisprobleme dann mit Patienten, wo man sich dann am Ende denkt, hätte jetzt nicht sein müssen. Mhm. Aber ja, es gibt auch in der Ausbildung krasse Momente. Ich habe zum Beispiel eine Freundin aus meiner Klasse, die macht eine Ausbildung, die war beim Allgemeinmediziner und der Mann, ich weiß nicht, wie der seine Zulassung bekommen hat, Leute auszubilden, aber da sind Dinge vorgefallen von Beleidigungen bis zu Schikane, nur Putzen und mittlerweile ist es ein Gerichtsverfahren. Also boah, es ist schon krass, relativ weit gegangen. Sie ist immer da geblieben. Ja. Sie hat immer gesagt, ich gönne es ihm nicht, dass ich gehe. Geil. Weil der auch immer gesagt hat, gehen Sie doch einfach bitte. Ja. Und sie immer gesagt hat, nein, ich bleibe hier. Hä? Bis zum bitteren Ende. Ja. Ja, aber wie gesagt, es gibt schon echt Momente, wo man dann so kurz schlucken muss. Und man muss natürlich auch die Fähigkeit haben, dem Patienten das nicht spüren zu lassen, wie man sich gerade fühlt, ne? Oh ja, punkto professionell sein. Ja. Also auch bei Blasenspiegelung und so, Leute, wenn manche Menschen die Beine breit machen, erwartet euch was, ne? Und dann müsst ihr immer da stehen und sagen, sieht gut aus. Perfekt. Alles super. Noch ein bisschen weiter runterrutschen, bitte. Ja. Boah, ja, stimmt. Ja. Stimmt. Professionell sein, ja. Mhm. Mhm. Zwei Fragen haben wir noch, dann sind wir durch. Würdest du jetzt rückblickend sagen, dass du dich nochmal für die Ausbildung entscheiden würdest, aber vor allem auch in dem Bereich? Oder würdest du jetzt auch sagen, okay, andere Bereiche würdest du auch gerne? Ich würde mich immer für die Ausbildung entscheiden. Mhm. Für mich ist auch Urologie mein Bereich. Ich fühle mich da mega wohl. Ja. Ich glaube, weil das auch ein Bereich ist, wo nicht viele Leute einfach sind. Und ich glaube, also meine Kollegen sagen zum Beispiel immer, für die Urologie musst du gemacht sein. Mhm. Aber ich würde tatsächlich jedem raten, der diese Ausbildung anfangen möchte, macht sie bei einem Allgemeinmediziner. Weil? Die Ausbildung darauf ausgelegt ist. Mhm. Weil man alle Fachbereiche durchgeht und man hat nur beim Allgemeinmediziner alle Fachbereiche. Ja. Augenarzt würde ich zum Beispiel persönlich absolut gar nicht empfehlen, weil beim Augenarzt hast du keine Blutabnahme, du hast gar kein Labor, ne? Du bist ja immer nur mit den Augen beschäftigt und das wird ja in der Ausbildung überhaupt nicht angeschnitten. Die müssen sich wirklich alles selber beibringen und beim Allgemeinmediziner, du machst mal eine Lungenfunktion, du machst mal ein EKG, alles was du hörst, verbindest du mit deiner Arbeit und bei mir ist es halt ganz häufig so, ich höre das alles und ich denke mir, okay, aber ich habe nichts damit zu tun. Mhm. Noch nie in meinem Leben EKG geschrieben, noch nie in meinem Leben eine Lungenfunktion gemacht. Interessiert mich auch alles nicht in dem Fachbereich, klar. Deswegen würde ich immer sagen, für die Ausbildung ist es schon viel, viel besser, beim Allgemeinmediziner zu sein, definitiv. Okay, ja. Gutes Standing nochmal an der Stelle. Ja, mhm. Ja, the last one question hier. Was würdest du jetzt so den Menschen da draußen nochmal so mitgeben wollen, wenn jetzt die Leute bis hierhin dran geblieben sind, Teil 1 geschaut haben, wen kannst du grundsätzlich empfehlen? Ich glaube, ich kann es jedem empfehlen, der sich für die soziale Sparte irgendwie interessiert.
Klar ist jetzt ein Beruf, wo man vielleicht sagt, das Gehalt ist auch nicht so für das, was man leistet, ne? Ist es tatsächlich so, ja. Aber immer im Hinterkopf behalten, es gibt viel zu wenig von uns für das, was wir brauchen, immer noch. Die Leute suchen händeringend und wenn man irgendwie die Attribute mitnimmt, die mitbringt, die ich gerade genannt habe, ja, dann macht das einfach, ne? Das sind 3 Jahre. Und auch wenn ihr danach sagt, ich möchte noch studieren und ich möchte dies noch machen, es steht immer alles offen. Aber das ist echt ein cooler Job. Man kommt nicht so krass an die Grenze. Man hat geregelte Arbeitszeiten, ist vielleicht auch nochmal so ein Ding. Ne? Gerade für Leute, die jetzt zum Beispiel irgendwie auch in der Pflege sind oder so und sagen, oh, Schichtdienst ist nicht so meins, ist vielleicht das auch irgendwie eine Alternative für die Person. Wie gesagt, ja, es gibt immer noch Wochenenddienste etc., aber muss man ja auch nicht, wenn man nicht will. Ne? Ja, ansonsten, wie gesagt, wenn man irgendwie ein bisschen eine soziale Ader hat und sagt, kann ich mir vorstellen, dann sollte man das machen. Gut, dann sind wir schon am Ende. Danke dir für deine Zeit. Gerne. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder und schaltet ein. Bis dahin. Ciao, ciao.